Moin Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal Castle Nerdskull. Vielen Dank, dass ihr wieder mal eingeschaltet habt. Heute zu einem ja, Unboxing und Ersteindruck-Review zu diesem Schätzchen hier. Und zwar ist das von Ultra Pro der Mox Cube oder Cup 3 oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Ja, was? Wie bin ich auf dieses Teilchen gekommen? Und zwar habe ich ja einen Magic Cube und der ist aktuell, ich zeige es euch mal hier in der Pegasus Box von 2013 und ja, wie das so üblich ist bei Brettspiel-Pappkartons, sie sieht langsam so ein bisschen angeranzt aus und irgendwie innen drin ist auch nicht so wirklich schön. Und dann habe ich mir gedacht, okay, was gibt es denn für Möglichkeiten, seinen Cube eben zu verstauen? Und habe ich ein bisschen recherchiert und bin ganz viel auf so Custom-Lösungen gekommen. Also irgendwelche Holzboxen, die man dann auch noch zusammenbauen muss und die vorne mit irgendwas, ja, wo irgendwas eingraviert ist. Ich habe auch einen Anbieter gefunden, ich habe vergessen, wie er heißt, der so büchermäßige Aufbewahrungsmöglichkeiten gemacht hat, die man also quasi wie ein Buch ins Regal stellen kann. Und natürlich die Magic Holiday Boxen. Aber irgendwie hat mir das alles nicht so ganz gefallen und dann bin ich durch Zufall hier darauf gestoßen, dass Ultra Pro oder Ultra Pro eben ja eine Möglichkeit oder eine Box gemacht habe, extra für einen Cube. Sieht erstmal ganz schick aus. Mehr dazu gleich nochmal, wenn ich das Ding halt eben auspacke. Und ja, was haben wir hier draufstehen? Design for Cubing, Unique Two-Level Storage, also es ist zwei Level, wo man Karten reinpacken kann. 900 Karten sollen reinpassen, Double Sleeved sogar. Und hat halt nochmal an der Seite so extra Fächer für zum Beispiel Würfel oder andere Kleinigkeiten. Jo, und damit genug der Vorworte. Ich wechsle mal eben die Kameraperspektive und dann schauen wir mal uns das Ding an und wie mein Ersteindruck ist. So, dann packen wir ihn mal aus. Mir hier extra schon so eine kleine Ecke eingerissen, damit das auch jetzt hier funktioniert. So. Okay. Ab mit der Folie. So, also. Okay, dann haben wir hier noch dieses Einleger. Okay, hier sieht man es nochmal. Design for Cubing, Two-Level Storage, 900 Karten. Okay, und dann gucken wir jetzt mal. Also, erstmal das Artwork. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Das sind die, die neuen Moxe von Magic Arena. Nee, Quatsch. Bei Magic Arena gibt es sie, glaube ich, gar nicht. Ich meine, sie sind von Dan Frazier gemalt, also auf jeden Fall einem der Ur-Magic-Zeichner. Und ja, vom Artwork her sieht das auf jeden Fall schon mal sehr, sehr schick aus. Unten drunter ist nichts weiter. So, das Ding hat Magnetverschlüsse. Jetzt müssen wir mal schauen, wo geht denn das auf? Ich vermute mal hier. Ja, nein, vielleicht. Okay. Muss ja, ne? Dann ist es aber ein heftiger Magnet. Jo. Ah, Magnet und Druckknöpfe. Okay. Hier sieht man es. Das ist auf jeden Fall, also man muss schon einiges an Kraft aufwenden, damit man das öffnet, was ich jetzt aber auch gut finde, weil da ist ja nun mal einiges an Gewicht an Karten drin. Und das soll ja dann nicht sofort aufklappen und dann sollen die Karten ja nicht hier hin und her fliegen. Okay, also hier haben wir jetzt einmal das Inlay. Okay. Ah, Sekunde, Moment. Ah, tata, okay. So funktioniert das. Hätte ich mich ja dumm und dusselig hier versuchen können, wenn ich das hier rausheben hätte wollen. Und man kann ihn also einfach aufeinander schieben und dann hat man hier, das ist auch cool, wenn man halt eben zwei Cubes hier drin lagert,
Dann kann man eben hier aufmachen, hat direkt hier einen Cube und da einen Cube oder einen riesigen Cube, wie auch immer man das dann lagern möchte. Hier sind die zusätzlichen Fächer für ja, Würfel, Tokens, was auch immer. Hier unten. Okay, das ist also hier ein Schubfach, wo man auch noch mal extra Karten reinmachen kann. Das ist natürlich alles Pappe, aber sehr, sehr, sehr dick. Also hier sieht man es ja, wie dick die einzelnen Wände sind. Das ist also, da bewegt sich nicht wirklich viel. Okay, nehmen wir direkt mal ein paar Karten. So. Also, die sind bei mir jetzt nicht double sleeved, sondern einfach gesleeved und passen sowohl hier rein. Das sind jetzt zum Beispiel meine Rares für den Cube, aber man kann jetzt auch sowohl hier. Ja. Jawohl, sieht gut aus. Ja, da passen tatsächlich eine ganze Menge Karten rein. Also das ist jetzt mein Cube mit 360 Karten, exklusive Länder, mit den Rares. Und wenn man jetzt noch die Länder dazu packt, dann füllt das gerade mal, also passt das hier 360 Karten und 300, 600, da sind viel, viel mehr Karten drin, oder? Ja gut, Double Sleeved habe ich nicht dran gedacht. Natürlich, die kommen auch noch hinzu. Aber hier passen schon, hier passt immer noch ein bisschen was rein. Hier passt schon ordentlich was rein. Schaut euch das mal an. So ein Trenner, der ist wahrscheinlich der Nupsi oben hier. Obwohl, kann auch passen. Ja, passt auch. Also wenn ihr solche Trenner habt, hier solche Trenner gibt es ja von Wizard selber oder halt hier von anderen Anbietern. Selbst die funktionieren noch so, dass man den Cube zusammenschieben kann. Ja, sensationell. Cool. Ja, dann holen wir uns jetzt noch ein paar Würfel dazu. Na komm. So. Ja, Würfel, wo packt man die rein? Wahrscheinlich hier. Ne? Schön hier 30 Trillionen Würfel rein. Da geht hier einiges. Sämtliche Würfel, die ihr so habt, dürften hier drin locker flockig Platz finden. Easy. Easy, easy. So, ja, packen wir hier auch noch ein paar Karten rein aus meinem anderen Cube oben. Zap, zap. Klappen das zusammen. Möchte ich nämlich gleich mal gucken, wie das sich anfühlt, wenn der Cube zumindest voller beladen ist. Das ist mein Disney Cube. Wer wissen möchte, was es damit auf sich hat, gibt es ein eigenes Video zu auf meinem Kanal. Schaut mal rein. Da könnt ihr das dann sehen. Das gute Stück, was ich quasi in sehr viel Arbeit selbst gemacht habe. So. Ja, und jetzt haben wir hier noch ein paar Ersatzländer ungesleeved. Kann auch da rein tun. So, und dann ist er voll beladen. So. Und wow, ja, also der ist schon mega schwer jetzt.
Aber fühlt sich trotzdem alles gut und sicher verpackt an. Und wie gesagt, durch diese wirklich, hier man sieht es, ne, ich muss richtig Kraft aufwenden, um den Deckel abzulegen. Ja, also ich muss sagen, ganz ehrlich, besser geht, glaube ich, gar nicht. Um seinen Cube zu verstauen, in dem Fall sind es ja hier sogar zwei, oder wer einen riesigen Cube hat, besser, praktischer kann man seinen Cube, seine Karten. Ja, das macht mir ein bisschen Sorgen, dieses Geräusch hier am Deckel. Ist wahrscheinlich auch nicht so ganz für die Ewigkeit gemacht, aber sei es drum. Ja, und optisch natürlich ein absoluter Hingucker. Ich kann nur sagen, erster Eindruck, tippitippitoppi. Super Aufbewahrung für einen Magic Cube, super viel Platz, super stabil, super funktional, tolles Artwork. Man muss ein bisschen schauen, wo man das gute Stück noch bekommt. Ich hatte Glück. Ich habe das Ding immer nur für 70, 80, 90 € und teilweise sogar aufwärts gesehen. Und ich habe das jetzt bei Magic Feel im Angebot für 55 € gefunden. Das ist natürlich immer noch viel Geld für nur eine Box. Aber sei es drum, wenn man schon ja, nicht wenig Geld in seinen Cube investiert, dann soll der doch bitteschön wenigstens auch in einer hübschen Verpackung sein. Das sind die Würfel, die durch die Gegend rollen. Ja, Freunde, das war mein Review zum Ultra Pro oder Ultra Pro, Ultra Pro, so rum, Mox Cube. Und ja, danke fürs Zuschauen. Lasst mir doch ein Like, ein Abo, einen Kommentar da. Und ich verlinke euch natürlich auch noch in der Videobeschreibung, wo ich diesen tollen Cube her habe. Vielleicht hat der ein oder andere ja noch Glück und bekommt ihn dort eben auch. Und sage mal, bis zum nächsten Mal hier auf meinem Channel Castle Nerdskull. Bis bald.